Ja, moin, jetzt ist unsere Petra soweit, unsere Kamerafrau. Ja, lange, lange haben wir gar nichts gemacht, ne? Weil wir immer voll zu tun hatten. Sei es Pfähle drücken, Äpfel sortieren, irgendwas war immer, Pflanzenschutz machen. Ja. Und ja, immer, oder eine Berechnung reparieren, irgendwo ein Leck gehabt oder alles. Aber das kommen auch alle. Das kennt ihr ja. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Wir haben immer was gefilmt zwischendurch. Erstmal die Jacke setzen. Wir haben die Jacke, da müssen wir mal Danke sagen, an Humbauer, die haben wir zugestellt bekommen fürs Video. Und für die, was war das? Oh, ja, ein Stein. Ein Stein aus der Hose gefallen, oder was? Für die, fürs Schild, weil das eine hier abgegangen ist. Wer das Video gesehen hat, der weiß, ja, was wir meinen. Fand ich richtig klasse, dass die mal eben, da haben sie dir eine Mail geschrieben, da zack, du. Man kann hier, glaube ich, auch irgendwie eine Weste von machen. Wir können das ja auch mal eben irgendwie demonstrieren. Ich weiß noch nicht, wo man das öffnet. Warte. Ja, das kann man. Da ist was. Ich meine, hier ist sehr figurbetont. Passt aber. Ja, ich sehe meinen Arm. Mein Arm fällt ab. So, jetzt kannst du den abbauen, ne? Das sieht richtig gut aus, wenn ich nur einen abbaue, ne? Das sieht richtig gut aus. Jetzt kannst du den abbauen. Passt bei dir auch, wa? Was? Nee, das passt bei mir nicht. Willst du den nehmen? Naja, der Einarmige. So, Leute, Mensch, letztes Mal Pflanzenschutzdurchgang. Ja, oben haben wir ja diese Bänder bei der Munkhoff, beim Dreizeiler. Ja, und den hatten wir schon immer so ein bisschen auf dem Schirm. Mhm. Der muss nochmal richtig festgemacht haben. Und dann, das ist noch nicht ordentlich, ne? Das ist von uns menschliches Versagen gewesen. Also ja, da kann die Spritze wirklich nichts für. Ja, und dann ist sie mir hier im Propeller gekommen, beim letzten Durchgang auf dem Aschhorn. Und hat das einmal gemacht. Dann rief er mich an, da war der Puls schon richtig gut, ne? Und ja, dann konnte er ja mit zwei Säcke weiterspritzen. Ne? Das ist ja das Schöne, dass du die Einheiten einzeln abschalten kannst. Das ist ja das Herrliche. Aber sowas passiert auch immer nur auf dem Aschhorn, also 13 Kilometer weg von zu Hause. Ja. Meistens so. Letztens hatte ich auch noch einen Ölschlauch kaputt, wir können ja auch mal hin. Ja, wir können auch mal rangehen. Hier die beiden, die waren letztes Mal, war der hier beim Druck, hier genau hier war ein Loch drin und dann pisst er das da raus. Dann kannst du ja auch nichts mehr machen. Dann habe ich die noch getauscht, dass ich den Rücklauf, habe ich hier einmal gewechselt, die Schläuche, damit ich den Schlauch, der ein Loch hatte, auf dem Rücklauf habe. Und dann ging es einigermaßen. Aber jetzt sind ja neue dran. Ja, wir haben auch gleich beide neu gemacht, weil der eine, der musst du gleich beide machen. Ja. Nee, sonst sind wir da sehr mit zufrieden. Geht das hier vom Licht? Ich denke schon, man kann uns sehen, ne? Ja, ich hatte auch mal. Ja, und wir sitzen die Bänder normal hier dran. Und man kann die dann auch noch entlasten. Ja, das hier jetzt für Straßenfahrt. Ist auch ein schöneres Gefühl, ne? Wenn der eingehakt ist. Muss. Das kannst geht du gar mal, nicht. Wenn der den mal hängen lässt und dann kommt ein Autofahrer. So, ja, und wir haben ja gestern schon gezeigt, oder gestern haben wir das Video gemacht, wie wir den Ventilator da eingebaut haben, das kann ich auch mal eben einblenden. Gestern passiert, hier oben ist so ein Band, die kennen das auch, und den hat er sich da reingeholt. Ja, dann ist er gleich kaputt gewesen. Und hier liegt schon eine neue. Und den wollen wir da jetzt einbauen. Aber da spritzen wir auch noch ein bisschen dran. Hier, dass das da richtig zwischenkommt. Ja, ja. Weil er sagte ja, einen Abzieher haben wir nicht. Er hätte mir den auch mitgegeben, aber dann muss ich ihn dann wieder hinbringen. Ja. Mhm. Oh, das kriegen wir schon anders hin. Ja, ja, und dann sagt er hier oben die Schelle abmachen. Nee, dann machen wir hier eben den Kartendünner los. Und ja, dann können wir diese Schelle lösen. Dann klappen beide Seiten zur Seite weg. Und dann können wir das vernünftig einbauen. Diesen können wir auch noch eben runternehmen. Ja. Und dann stellen wir das hier vernünftig ein. Da müssen wir schon Ruhe über haben. Ja. Und das geht da wieder neu fixieren. Das guckt da überall über, ne? So, wir haben jetzt mal die Schelle gelöst. Und jetzt kann man hier auch wunderbar reingucken. Da sieht man auch, das Band hat sich da reingefressen. Und ja, jetzt habe ich hier die Schraube unten rausgenommen und jetzt soll man eigentlich das rausziehen können. Wir haben jetzt keinen Abzieher, aber wir versuchen das mal so. So, wir haben das jetzt rausgekloppt, oder ich stand hier oben. Und das Teil können wir auch mal eben raussuchen. Dann zieht das. So, jetzt haben wir das rausgefischt. Hier sehen wir das. Neu und kaputt. Und das ist eigentlich recht einfach gemacht. Du hast hier jetzt einfach so eine Kerbe drinnen. Und hier oben sind das Gegenstück.
Kannst du da hinfilmen? Ich weiß nicht, sieht man das? Und dann steckst du ihn einfach rauf. Und dann kommt dann eine 13er hier, 13er hier, hier, hier. Die Schraube einfach gegen. Und dann machst du oben wieder dieses Plastik mit der Schelle ran und dann war es das schon. Wir können auch mal eben versuchen, ihn da rauf zu stecken. Und rum. So, dass er oben Platz hat. Mama, hast du auch angedrückt, ne? Yes. Gut. So, der muss da jetzt so rein. Das Band muss da mal weg, dadurch ist er kaputt gegangen. Obwohl hier oben so ein Netz ist. So. Und jetzt musst du da so unter. Muss das auch genau sein. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein bisschen Fett dran machen. Vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ich hole mal irgendwas. So. Der ist kürzer. Dann ist das wohl ein anderes Modell. Lüfter. Christian, siehst du, die sind der Stummel verglichen mit dem. Probieren das mal aus. Ich meine, er sitzt in der gleichen Position. Und der dreht sich auch frei. Ja. Ich meine, wenn das geht, ist ja gut. Muss aber ja auch fest sein. Ja. Ob das jetzt so war. Ich meine, die Schraube hat da reingefasst mit Scheibe. Und der kann ja eigentlich. Der dreht. Ja, aber der ist fest. Dann wird das wohl so stimmen. Aber er muss ja auch so nach oben mit dem Stab, weil sonst würde er ja oben gegenschrammen. Also denke ich mal, es ist nur eine andere Generation vom Lüfter. Und. Ich meine, es sieht gut aus so. Der ist einfach nur länger. So, Ventilator ist drin. Wir haben ja noch eine Scheibe drauf gemacht. Das sieht man jetzt nicht mehr so gut, da wo wir ihn festgemacht haben. Und funktioniert auch, können wir gleich auch noch mal demonstrieren. Und jetzt macht Papa gerade noch das Band wieder neu. Da oben einfädeln. Redet dann auch nicht viel, wenn er sich konzentrieren muss. Scheiße. Das Prinzip dann. Ich hab so schön gewalzt und dann krieg ich hier in den Abendstunden noch so einen Einsatz. Wie heißt das noch so schön? Einfach kann jeder. Ja. Boah, jetzt geht aber nicht rum, ey. Das war die Seite. Und das ist jetzt alles fix. Dann waren wir da gestern Abend vorbei und wollten den Band da anbauen. Aber ach, dann war das schon 9 Uhr abends, da hatten wir auch keine Lust mehr. Hier müssen wir jetzt oben noch, wo der Zylinder ist, der denn die Rolle dreht. Ja, und das hat einen bestimmten Grad, wo der anfängt. Ja. Wir beide haben auch schon wirklich immer hin und her diskutiert, wie kann das eingehen? Du guckst dir die anderen an, die anderen sind schön gerade oben. Und denn, ja, ne? So, hier fallen die Pfütze. Hier. Wo kommt die eigentlich her? Ja, die ist ein bisschen inkontinent. Da kommen Tropfen raus. Muss das Rührwerk mal nachstellen. Ja. Aber nur ein bisschen, sagt Peter immer. Ja, nicht gleich im vollen Hebel. Ja, sonst, wir haben sie jetzt ein Jahr im Betrieb. Läuft das Ding eigentlich, außer die paar Kleinigkeiten hier mit dem Ventilator, war auch eigenverschulden. Dann der Ölschlauch, kann sie nichts für, ist 7 Jahre alt. Der ist durch gewesen. Und mal so ein Düsenhalter ab, wo wir Anfangszeit die in den alten Anlagen ist mal so ein ganzer Halter weggebrochen, 2 Stück mal, aber sonst gar. Ja, aber wenn du mit der Werft schnackst, wo wir mal hinfahren, nach Peter und Elisabeth, auch der liebe Mitarbeiter Timo, der sagte, dass das ist völlig normal, dass mal ein Lüfter wegzieht, ja, dass mal ein Düsenhalter abfällt und so. Du darfst letztendlich nicht vergessen, du schaffst ja auch eine Menge damit, ne? Also wenn ich anfange und habe meine ersten 4,5 Hektar fertig, dann kommt Michi mir ja schon entgegen, dann hat der 9 Hektar fertig. Na, und das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Also das möchte man nicht mehr missen. Und ich glaube, das geht jedem so, der so einen Bock laufen hat mit dem Betrieb.
die muss schon da sein, die Spritze. Ne? Ja. Du bist schlagkräftig und... Sonst fahren wir über, was fahren wir sonst? 6,5 Stunden, 7? 6. Sechs. Gut, wenn jetzt die andere Fläche zukommt, bist du dann noch länger. Ja, dann bist du ja noch ein bisschen länger dabei. Aber die kriegst du auch eher fertig. Man, weil ja, man, also nächstes, Mal, nächstes Jahr wird sie noch mehr schaffen, weil wir haben da so schön lange Stücken. Dann schaffst ja. du noch mehr. Und da, kurze ist immer so ein bisschen mehr wenden. Ne? Da werden wir auch noch ein Video zu machen. Wir haben uns jetzt die ersten 3 Hektar haben wir gestern Abend eingedrillt. Wir haben uns jetzt richtig Mühe gegeben mal bei der Fahrgassenbearbeitung und sind richtig mit dem Planierschild gefahren, denn wir haben leichte Beetrundung, dass das schön gerade ist. Ja. Je leichter ist das für den Fahrer. Können wir ja auch nachher hingehen und machen da auch noch ein Video. Für den Fahrer, ne? Auf jeden Fall. Musst du dir vielleicht andere Schuhe anziehen? Ich. Ja, betone das noch. Deine Jesus-Latschen da. Nee, sonst, ja, gut. Ist hier los? Achso, hier haben wir neulich ein bisschen Öl nachgekippt, ne? Ja. Weil der Schlauch ja. Weswegen? Weswegen war das? Ach nee, hier hinten hat sie rausgedrückt. So ein bisschen, ne? Nee, aber sonst war nichts. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir nächstes Jahr, zum nächsten Jahr, zur nächsten Saison die 3 Säcke erneuern, die Folien. Und da sind wir am Überlegen, ob wir. Du siehst uns überhaupt? Ein Teil. Dann müssen wir eben nach vorne. Ja. Da sind wir am Überlegen, ob wir den ganzen Sack nehmen, also das abbauen mit den Blechen, weil ja. Ja, es ist schon sehr mitgenommen, ne? Es war eine Zeit, das ist nicht durch hier jetzt oder so. Wir haben das auch immer schön eingehüllt. Entweder die Frage, was Michi jetzt sagen wollte, den Tüdelkram selber einbauen. Das ist so eine Winteraufgabe, da bist du auch ein paar Stunden bei. Oder wir machen mal eine Anfrage bei der Firma Munkhoff, was ab hier ohne Düsenhalter mit Blech. Ja, nur der Sack und dieses Blech in der Plane. Ja, das wäre natürlich. Weil ist ja leicht zu lösen. Wir haben es ja auch im Video eben gezeigt, hier oben einfach abmachen, dann fällt ja schon alles runter. Ja. Schauen wir mal. Weil ich glaube, das Geld steckt hier drin, in den Leitungen, die Düsen. Der Düsenhalter, Düsen, das und ist hier, dies hier, ja. Nee, alles gut. So, Leute. Sonst, ja, das war es eigentlich zur Spritze. Kleines Video, wie wir den Ventilator tauschen und mal so ein bisschen Einblick. Was ich auch mal. Noch dreckig. Wir waren gerade damit unterwegs. Ja, genau, das finde ich auch mal schön, so mitten aus dem Leben, ne? Nicht immer alles picobello, blitzeblank und mit Pinsel irgendwo. Wirklich mal im Gebrauchszustand, so wie es ist. Ne? Sie wird jetzt leider noch gewaschen. Und ja. Ja. Läuft. In diesem Sinne. Wir sehen uns. Schönen Tag noch. Ja.